Ja, liebe Freunde. Junge, driftest du gerade mit dem Auto? Was war das für ein Sound? Hör mir auf. Junge, diese Anmoderation, ich kann nicht, Junge, ich kann einfach nicht. Ey, die dabei bist. Hör, mach da, lass deine Ohren zu, okay? Halt die Ohren zu, dann mach ich, kann ich. Meine Ohren? Achso, okay. Ja, Junge, meine liebe Freunde. Ah, Junge, scheiße, es geht einfach nicht. Mach jetzt, Digga. Ja, wie was geht, Leute, musst du sagen. Okay, ich nehme jetzt den Ochichin in die Hand und bin jetzt ein Mann. Okay, los geht's. Ja, liebe Freunde, und willkommen zu einem neuen Video mit dem lieben Yato zu am Stizzle-Dizzle. Was geht, Leute? Yato zu dem so. Diese Pause dazwischen, Junge! Ja, die kann man schneiden, Digga, die kann man schneiden! Benni, wo haben wir uns kennengelernt? Ey, du musst dir vorstellen, 2014, Digga, ich war noch voll der Pimp, Digga. Wir gehen so Frankfurter Buchmesse, beziehungsweise ich kannte dich ja noch nicht. Ja, Mann. Ich war eigentlich sogar voll der Fanboy von dir, ne? So, du hast so irgendwie 2-3K-Abos, Junge, ne? Du warst der größte Fan bei mir! Voll random, Digga! Und Digga, ich hab so eine hier Kette von so eine Tsunade-Kette habe ich gekauft, ne? Ja. Und ich war so hyped, Digga. Und dann auf einmal, ich sehe dich und ich denke mir so, Ehre, ja. Digga, ich sehe ihn einmal in meinem Leben, Digga, ich gebe ihm die Kette, ich schenk's ihm, Digga. Oh, und das Ding ist, das allererste Fangeschenk, was ich in meinem gesamten hässlichen Leben bekommen habe, habe ich von diesem Jungen bekommen. Ehre. Und ich habe es einfach immer noch. Die Szene haben wir sogar noch auf Dings, ne? Ich hab dir noch als Vita die Szene, wo wir uns gesehen haben. Ja, Junge, bitte nicht, ey. Ey, doch, ich blende jetzt ein. Nein. Ey, so sah er früher auch noch. So sah Benni früher aus. Ja, ich liebe dich einfach, du bist der beste YouTuber überhaupt. Komm einfach her, Mann. Guck, was mir geschenkt hat. Leute, so schenkt ihr mir nie was, Leute. Das ist auch nicht cool von euch. Das ist so geil, ey. Ey, crack von dir, ey. Und so sieht dieser hot, sexy Motherfucker jetzt aus. Meldet euch bei ihm. Benni 01267833. Okay, aber wir sind nicht hier, um Benni eine Backerbitch zu klären, sondern sind wir hier, um zusammen ein Spiel zu spielen. Und zwar haben wir uns jeweils einen kleinen Ausschnitt von einem Anime-Opening rausgesucht und den muss der andere jetzt versuchen zu erraten. Und ich habe extra Boku no Pico Intro nicht reingenommen, weil das ist für uns beide ziemlich offensichtlich. Dragon Ball One Piece habe ich auch nicht genommen. Benni, ich würde sagen, wir machen Schere, Stein, Papier. Der Gewinner fängt an. Und wie wollen wir das jetzt machen? Fuck, Junge. Fuck. Okay, wir machen so, wir sagen 1, 2, 3 und nach 3 sagen wir entweder Schere, Stein, Papier, okay? 3, 2, 1, Schere. Stein. Alright, was muss der Verlierer eigentlich machen? Wir müssen irgendwas, der muss der Verlierer machen. Boah, weiß ich gar nicht, ey. Der Verlierer muss bei der nächsten Anime-Convention, wo wir uns beide sehen, wo wir beide zusammen da sind, muss er ein Opening nach der Wahl des anderen auswendig lernen und vor so einer richtig großen Crowd vortanzen, oh, und vorsingen. Okay, mach ich. Okay. Nein, weil ich bin confident, ich weiß, dass ich gewinnen werde, deshalb du wirst das Free Opening, wirst du schön tanzen und singen. Oh nein, Leute, das Schlimmste kommt jetzt noch. Der Typ ist der größte Free-Fan, den ihr auf diesem Planeten sehen werdet. Ja, muss ich. Verteidige dich! Ja, ich muss zugeben, ja, es stimmt schon, also. Warum Free? Weil Free geil ist. Wieso nicht der Flut? Sag nichts gegen Free, ey. Jede Szene ist ein nackter Nippel zu sehen. Ich erwarte Kämpfe, ich erwarte Blut. Keine Nippel von irgendwelchen Männern. Da kann ich doch gleich zu Boba Senpai gehen, wenn er seine Tauchunterricht hat. Digga, das Schwimmen ist unser täglich Brot. Und wenn wir das Wasser berühren, Digga, gibt es uns ein Gefühl der Freiheit, ja? Das einzige Gefühl, was ich habe, ich Wasser berühre, wird mein Ding ein bisschen kleiner. Toll, mehr habe ich nicht, Junge. Wow, das kann ich mir auch sparen. Okay, Bro, ich hau jetzt das allererste Anime-Opening raus. Oh Gott. Aber bist du ready? Ich bin ready. Nicht dein Ernst, oder? Ist das echt dein Ernst? Ist das fucking Death Note? Ja, Junge! Ja, Junge! Ich bin so krass, Alter! Ey, aber ich. Ja, das war echt. Ey, ich wollte eigentlich sagen, ne, ey, ohne Witz, wie ich gesagt habe, so ernsthaft, Digga, ich habe so die ganze Zeit überlegt, Junge, was ist das eigentlich? Junge, ich war so voll hoffnungslos. Ich liebe dieses Opening. Junge, das Opening ist unnormal. Ey, aber lass vielleicht so, nachdem wir abgespielt haben, so 2-3 Sekunden Spannung aufbauen, damit die Leute selber vielleicht mal ein bisschen überlegen können, was das ist. Ja, klar. Also bist du echt sicher? Ich spiel nochmal ab. Sicher, dass nicht das erste One Piece Opening ist? Was? Sicher? Also bist du echt. Death Note ist bestätigt oder? Ey, am Ende, ich weiß, am Ende ist es irgendwie so ein One Piece Opening, was irgendwie so erstmal so. Irgendwie One Piece war einfach nicht so. Das letzte One Piece war nicht das mit Ruffy oder vielleicht irgendwas anderes. Junge, One Piece sollte am Anfang erstmal so richtiger Gothic-Anime werden, weißt du? So richtiger Metal-Anime, wo Ruffy eigentlich nicht eine Piratenband ist, sondern in so einer Metal-Band. Und die starten zusammen die größte Metal-Band der Welt. Jo, guck dir mal Bugan, so, Digga, der ist so ein richtiges Skelett, Digga, und die anderen, die sind alle so diese Hardcore-Fans, ja! Digga. Ist es jetzt eigentlich One Piece? Nein, Junge! Nein, das ist Death Note, ich weiß! Welche jetzt an? Wir fangen einfach, glaube ich, an. Mit dem nächsten Opening. Let's fucking go! Okay. What the fuck? Machen wir mal.
Imako ini ochite. Seka Imako. Seka Imako ini. Ich kann kein Japanisch. Oh Junge. Okay, ich will, also, kleiner Tipp. Du hast im Anime gedroppt. Es gibt echt nur einen einzigen Anime, den ich wirklich hart gedroppt habe. Also so richtig hart gedroppt habe. Und das klingt noch am ehesten nach Aoharu Rise. Ah, wie konntest du... Ah, mein Herz. Ah, mein Shoujo-Herz. Echt? Ah, ja, ist es? So, aber wie konntest du ihn droppen? Ah. Oh, Junge, ich weiß nicht. Ich war gerade so richtig in so einer bisschen brutalen Phase. Ich wollte mehr so Elfenlied-Sachen haben. Da kam plötzlich so ein Liebes-Anime. Und das war nicht so... Junge, ich hab den Anime gefeiert, ey. So, bist du ready für Nummer 2? Ich bin ready. Hast du gerülpst gerade? Nein. Das kann gar nicht so ein Rülpser sein. Ja, okay, doch, hab ich. Oh, du Pisser, toll. Jetzt ist das Video entmonetarisiert wegen dem Rülpser, Junge. YouTube ist mittlerweile hardcore. Bist du bereit? Nächste Runde. Mhm. Warte, spiel's nochmal ab. Okay, aber nur weil du's bist. Einige Leute werden wahrscheinlich gerade komplett ausrasten, Junge, und denken so, Junge, wieso weißt du nicht, welche Anime das ist? Junge, ich hab, also, es kommt mir bekannt, spielst noch einmal bitte. Einmal noch. Du kriegst auch noch einen Tipp, den Tipp Joker hast du auch. Oh, ich bring mich um. Anime-Community, verzeiht mir, ich war. Ah, Junge. Ich hau, weiß hau, es. Hau, es ist fucking One Piece Opening 2, ey. Spaß. Es ist fucking Mirai Nikki Opening. Oh, Junge, ich dachte gerade wirklich, dass jetzt bin ich... Warte, bin ich jetzt mit dem nächsten Mal? Elfenlied, egal was kommt, ich bin sicher Elfenlied. Wait. Ey, wenn... Oh, egal, wir hören einfach mal rein und dann sehen okay, wir, ob's Okay, ich höre es nicht vorne. Oh, nein! Scheiße! Oh, ich weiß es. Spiel's nochmal ab. Kami Tomorrow! Drei Anime sind mir gerade im Kopf, drei Stück. Ich weiß gerade nicht, welche ich zuordnen soll. Okay, One Piece Opening 4. Nein, Junge, ich liebe es, wenn wir jetzt den One Piece Openings immer weitermachen. Ist das One Piece? Nein, ist es nicht. Nein, das ist, warte. Magi. Ja, es ist Magi. Ja, Magi, Junge. The Labyrinth of Magic, ey. Let's fucking go. Es ist der geilste Anime, Alter. Vor allem das Opening. Das Musikvideo zum Opening, das Richtige, ist auch nicht schlecht. Also. Ey, wir beide sind richtig am Laufen, Bro. Junge, wir haben einen Lauf, Digga. Wir haben einen Lauf. Ja, aber nur einer kann heute als Sieger raus. Ja, ich wollte gerade sagen, nur schade, dass wir gegeneinander antreten und nicht zusammen, wie bei Fortnite. Alright, dann kommen wir zur dritten Runde. Let's go! Sind Sie bereit, Missio? Ja, ich bin bereit. Donne, halten Sie die Ohren auf, machen Sie die Augen groß für eine Figur und here we go. So everything that makes me whole. Oh mein Gott. Oh. So, und jetzt sitze ich hier, Digga. Und es ist... Nein, Leute, es ist nicht One Piece Opening 5, Digga. Es ist fucking Guilty Crown. Oh, Mann. Ja. Junge. Ja. Ey, ich glaube, ich lade mir gleich wirklich One Piece Opening 6 runter. Nur gleich für den Joke, Alter. Nur gleich für den Witz. Ich glaube, es ist auch zu einfach noch. Aber die nächsten beiden sind richtig schwer. Boah, Junge, ich hab Angst. Ich muss ehrlich sagen, ich hab Angst. Jetzt pack den Arsch zusammen und hau den nächsten Song für dich raus. Oh, let's go. Let's go, man. Oh, ich muss zugeben, das ist richtig schwer, finde ich. What the? Junge, mach nochmal. Nochmal. Oh, die Melodie, Junge. Oh, die Melodie. Aber das ist ein Anime, den ich geschaut habe oder gedroppt oder on hold. Du hast ihn geschaut. Och nein, Junge. Mach nochmal. Nochmal für dich. Und du weißt, und danach kommt der Drop, Digga. Genau nach dieser Stelle kommt der Drop einfach. Nee, Junge. Das ist... Ach, kommt dir aber bekannt vor? Bisschen. Nochmal, warte. Eine Sache finde ich gut. Anhand von Openings kann man schon erkennen, ob das ein Romance-Anime ist oder nicht. Also das ist schon mal definitiv kein Romance-Anime. Also ein Hentai ist das sicherlich auch nicht. Ist auf jeden Fall kein Romance-Anime, gebe ich dir recht. Okay, es ist wahrscheinlich auch kein Drama-Anime. Es ist wahrscheinlich... Auch nicht? Ich weiß nicht. Also ich habe einen Tipp. Was erinnert mich gerade ein bisschen daran? Es ist nicht Jojo, oder? Nein, Bruder, kein Jojo. Ach nein, okay. Du kannst dich so ein bisschen rantasten vielleicht an den Genre. Ah. Nee, Mann, ich hab verschissen. Ich hab schon daneben gesagt. Ah, Junge, schade. Du hast nicht Rainbow gesagt noch. Rainbow. Ist auch nicht, ne? Nee, kein Rainbow, Bruder. Okay. Was ist es? Löse auf. Ah, es ist ein Sportanime, ja? Nein! Nicht Kuroko no Basket! Es ist nicht Kuroko no Basket. Welche Sportanime hast du denn noch geguckt? Also von Free habe ich auf jeden Fall mit dreifacher Schraube ganz viel Abstand gelassen. Aber was hab ich denn noch mit Sportanime geguckt? Hä? Es ist ein Ballsport. Ja, okay, Boku no Pico mit den Eiern. Hör mir auf, nein! Nein! Nein, Junge!
Sag nicht, es ist Captain Tsubasa, Junge. Nein, als ob. Nein, es ist nicht Captain Tsubasa, Bruder. Hä? Ich wollte sagen, was hatten die denn für ein episches Intro? Okay. Ey, Leute, es ist jetzt ein bisschen awkward, aber. Sag mir jetzt nicht, das ist Ping Pong the Animation. Nein! Oh. Was? Das ist auch ein Ballsport. Hey, Junge, ich habe keine Ahnung, was habe ich denn für Ballsport-Animes gesehen? Junge, ein Ballsport? Es sind mehrere Typen da und. Also ist das nicht Free? Und. Ja, aber auch nicht Kuroko no Basket. Und nicht Kuroko no Basket. Junge, man springt da halt so. Haikyuu! Ja, Junge, es ist Haikyuu! Och, okay, ich schaufel, ich fang schon mal an, mein Grab zu schaufeln, Junge. Tak, tak, weg mit dir! Ey, ich hör schon die Schritte, hörst du die auch? Ja, ich hör sie, Digga. Das ist mein Papa, der runterkommt, um mir mit der Schaufel in den Kopf zu hauen. Okay, jetzt kommt mein viertes und es steht 4-3 für dich. Also, mach. Wenn du das gewinnst, dann hast du auf jeden Fall unentschieden safe. Bereit? Ja. Oh nein. Ja, ich spiel's auch mal ab. Die Stille mag ich nicht. Oh nein, die Stille mag ich nicht. Ich überlege gerade. Ich hab's voll oft gehört. Ich weiß, du musst dir vorstellen, wir haben. Ich hab das erst letztes gehört. Nein, weißt du nicht. Du weißt, du hast nicht gehört. Doch, ich. Also, nein, hast du nicht? Doch, irgendwie schon. Aber das Ding ist, es liegt mir gerade auf der Zunge. Oh, ich hab so Schiss. Ist es. Ich hab's. Nein! Taktiker, es ist Death Parade. Och, du Pisser. Ich musste gerade dran denken, so, ich wollte so, ist es irgendwie, keine Ahnung, Jojo oder so? Nein, warte, es kann nicht Jojo sein. Jetzt kommt dein viertes, ne? Genau. Okay, wenn ich das verkacke, dann hast du gewonnen. Bist du bereit? Ja. Oh, kannst du nochmal abspielen? Ja, ich spiel's nochmal ab für dich. Okay, danke schön. Klingt ein bisschen erotisch, die Stimme. Mach noch einmal noch. Der Anime hat nichts mit der Thematik Erotik zu tun. So, just aha, saying. Ich spiel's nochmal ab. Okay, also ich tippe gerade, um ehrlich zu sein, zwischen Naruto Opening 8 und, und einem Anime, der mich oftmals zum Weinen gebracht hat. Was? Nein, es ist nicht Clannad, es ist nicht Anohana. Nein. Doch, aber es fängt mit A an. Es ist. Nein, es sag ich nicht. Soll ich die Bombe droppen? Nein. Angel Beats. Tut mir leid, Junge. Tak. Doch, er wusste es einfach. Junge, wenigstens das wusste ich. Jetzt sind wir wieder beim Unentschieden. Jetzt sind wir wieder bei, du führst immer noch. Stimmt, du führst immer noch. Und wenn du das jetzt reichst, dann ist das Spiel vorbei. Leute, spitzt die Ohren. Das ist ein ganz besonderer Anime, der für mich viel bedeutet. Und ich bin gespannt, wer von euch als Hause das alles wusste. Ready, Benny? Ich bin ready, Bro. Okay, here we go. Der letzte. Oh mein Gott, diese Emotions, die gerade bei mir hochkommen. Das ist so, stopp, wait a minute. Ich kenne die Sängerin, ich kenne den fucking Titel, das, also das ist... Warte mal, ist es New World? Ist es New World? Nee, ne? Oh nein, warte. Doch New World? Oder? Nee, ich weiß nicht, ich hab keine Ahnung. Nee, es ist nicht New World, ich glaube, scheiße, so, egal, vergiss, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall, ich kenne so... Nein! New World, just begun. Ich weiß, ich kenne den Song, ey. Sag schnell, du hast 5 Sekunden, das hast du noch. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, ich weiß es nicht. Echt nicht? Ich schwöre, ich weiß es nicht. Also, ich kenne den Song. Oh, Junge, richtig, eigentlich voll schade, weil der Song... Eigentlich hättest du halb Bug verdient, aber weil ich eh im Rückstand bin. Der Song ist aus dem Anime. Leute, wisst ihr es? Es ist Bitum! Oh Mann, ich geh mich umbringen. Ciao und tschüss. Junge, bester Anime, Alter. Ich schwör's euch, Leute. Der Anime hat teilweise echt so viel bei mir verändert. Oh, mein Herz. Oh, Junge. Wieso okay, ey. Mein Herz aber jetzt. Bro, mein Herz. Die nächste Runde entscheidet jetzt, wer gewonnen hat. Also, nee, beziehungsweise ob du gewonnen hast oder unentschieden. Hau raus, Junge. Ich halte dich aus. Los. Okay. Los. Bist du bereit? Also, oh, Junge, ich bin bereit. Bereit. Ich bin bereit. Let's go. No! Hör mir auf. Junge, es ist so, als wäre es Elfmeter gerade, entscheidende Elfmeter in der WM und der Torwart ist gerade auf dem Klo. Ich schwöre, Junge. Ey, ja, okay, lass mich kurz nachdenken. Keine Ahnung. Wie keine Ahnung? Guilty Crown, Junge. Achso, ja, ich wollte gerade sagen, ey, so, Junge, verarsch mich doch nicht, ey. Bro, du bist einfach...
Du hast einfach den Teil genommen, der vor meinem Teil lief. Also wirklich 3 Sekunden, der vor meinem Teil ist dein Teil. Junge, wir können unsere Teile zusammenpacken zu einem 6-Sekunden-Clip. Ey, ich schwöre es dir, ich habe genau diesen Part nehmen, also nicht diesen Part vor dir nehmen wollen, sondern ich wollte genau Guilty Crown, genau diese Stelle nehmen. Und ich war so confused, als du Guilty Crown gezeigt hast und ich so, als ob er jetzt ehrlich Guilty Crown gepickt hat. Ja, okay, aber jetzt pass mal auf, jetzt haben wir Situation, dass wir unentschieden sind. Wer jetzt also gewinnt, der hat alles gewonnen. Dann fange ich mal an. Und here we go. Ich spiel's nochmal ab. Here we go. 3, 2, 1. Ey, das könnte jeder zweite Anime sein. Ja, das hört sich, Junge, ein wahrer, so gleich an. Ein wahrer Weep, du, wie du und ich, der weiß immer, welcher Anime wohin gehört, okay? Ich spiel's mir noch einmal ab und ich schwöre, okay. Ich werde es wissen. Okay. Junge, ich kann dieses nicht mehr hören. Dieses. What the fuck? Nein, was ist das? Nein, warte, nein, 5, ich muss es jetzt wissen. 4, 3, 2, 1. Dragon Ball Super! Was? Nein, das war Spaß, aber ich weiß es nicht. Es ist Barakamon. Oh mein Gott, ich liebe diesen Anime. Ich bring mich Junge. Um. Ja, Mann. Oh. Was? Was willst du tun? Okay. Extra ist am Apparat. Oh, Junge. Ja, okay, jetzt bist du dran. Jetzt muss ich den nächsten erraten. Sonst haben wir ein Problem. Gott, mein Kopf, Digga. Bro, bereite dich darauf vor, zu tanzen, wie du noch nie getanzt hast. Du bereitest dich jetzt lieber vor. 3, okay. 2, 1, Herz der go. Karten. Ich bring mich um, Alter. Was war das? Nee, oder? Ist dein Ernst gerade? Ey, ich schwöre, das war das Erste, was ich gerade gekommen habe. Ist nicht dein Ernst, Junge. Du hast es gerade nicht gemacht, oder? Du hast mir gerade nicht. Ey, Junge, ich bin gerade fast schon depressiv, muss ich echt gestehen gerade, wenn ich essen soll. Ey, ohne Witz, ich muss nicht, was ich machen soll. Ich war auf Zeitdruck. Junge, du hättest mir gleich einfach das Intro von Dragon Ball Nummer 1 abspielen können. Das ist natürlich Sword Art Online! In mein Herz! Ja! Und damit, liebe Freunde, haben wir einen Benny, der bei der nächsten Convention vor allen Leuten einen Song, den ich aussuchen werde, tanzen und singen wird. Und weißt du was? Weißt du, Sword Art Online so ein schöner Song ist? Nein, nicht Sword Art Online. Müsste Sword Art Online tanzen? Nein. Und singen? Und ich bringe dir sogar ein Kirito-Schwert mit, damit du sogar noch dazu richtig schön acten kannst. Ich bring mich am liebsten jetzt sofort um, aber. Oh, Bro. Aber ich hab verloren, also ich muss einstecken. Ja, den Gefallen tue ich dir nicht, dass ich das Leben beende. Noch nicht, mein Freund. Noch nicht. Das Death Note besitze ich erst in nächster Folge. Ja, Mann! Alter, Leute, wie sieht's bei euch aus? Wir haben jetzt insgesamt 12 Songs gehört, glaube ich, ja. Wie viel habt ihr von richtig? Schreibt's in die Kommentare. Also, Benny, du hast ja eigentlich fast alle richtig, außer eins und, oder zwei. Junge, ich war scheiße, war ich. Ah, Junge, du warst richtig gut. War auf jeden Fall cool, Bro, dass ich hier dabei sein konnte. Richtig geil, aber die nächste Challenge gibt's auf jeden Fall bei mir oder so. Und ich werde dich nächstes Mal sowas von besiegen, denn ich bin zwar ein guter Verlierer, aber ich will der Gewinner sein und ich möchte dich das fucking Free-Opening tanzen sehen und singen hören. Also werde ich auf jeden Fall noch eine Revanche bekommen. In dem Sinne, gotta catch them all, baby. Gotta catch them all. Wir haben noch eine weitere Challenge gedreht. Wenn ihr die sehen wollt, dann checkt Bennys Kanal ab. Link in der Beschreibung ganz oben, ja dazu. Und da seht ihr das Video, was wir zusammen gedreht haben. Checkt seinen Kanal ab. Er macht auch richtig coole Anime-Videos. Abonniert ihn, gebt ihm einen Kuss auf sein Auge, auf seinen Polex. Und ja, ich würde sagen, Freunde, passt mir auf euren. Kennst du mein Outro? Vielleicht kannst du es ja raushauen. Soll ich einfach Yao jetzt schreien? Nein, Mann, das Ochinchi fehlt noch. Was soll ich jetzt sagen? Passt auf. Achso, passt auf euren Ochinchin auf, Leute. Und? Yaoi!